Jazz ist der Puls des 20. Jahrhunderts. Jazzpianisten haben besondere Anforderungen und Ansprüche an ihre Musik. Aber was ist das Besondere an Jazzpiano im Vergleich zum klassischen Klavier? Ja, das Besondere ist in erster Linie die Improvisation, dass man die Freiheit hat zu spielen, was eben nicht auf den Noten steht, sondern quasi seine eigene Persönlichkeit noch mehr ins Spiel einbringen zu können, dadurch, dass man auch die Wahl hat, in eine andere Richtung zu gehen. Studierende des Studiengangs Jazz-Piano an der Musikhochschule Mannheim können nach ihrem Studium in die Lehre gehen oder sich als Performer etablieren. Gibt es Präferenzen? Halb-halb, ehrlich gesagt. Also es wäre cool, wenn ich später mal ein halbes Deputat an einem Gymnasium hätte und nebenher Musik machen kann und dann nicht so darauf angewiesen bin und freier entscheiden kann, was ich machen will. Ich bin jetzt im 6. Semester, allerdings habe ich nicht die ganze Zeit bei Rainer Böhm studiert, sondern bei Jörg Reiter angefangen. Dann hat lustigerweise der Rainer Böhm den Jörg für ein Semester schon mal vertreten, da hatte ich ihn dann schon mal. Und dann bin ich ja ins Erasmus gegangen nach Luzern und hatte dort ein Jahr bei jemand anderem Unterricht. Ja, und seit ich zurück bin, habe ich jetzt eben seit einem Semester wieder Unterricht bei Rainer. Rainer Böhm genießt in der Jazzszene einen internationalen Ruf. Was gibt er seinen Studierenden mit auf den Weg? Also in erster Linie ist es natürlich wichtig, sich auf dem Instrument weiterzuentwickeln, dass man versucht, so viel Zeit wie möglich am Instrument zu sein und mit anderen Musikern viel zusammenzuspielen und mit den richtigen Musikern zusammenzuspielen und das Richtige zu üben. Und versuchen, möglichst früh auch einen Schwerpunkt auf die eigene Musik zu legen und versuchen, dass man veröffentlicht, das ist zwar nicht so wichtig wie im klassischen Studium, aber dass man vielleicht auch Wettbewerbe spielt und dass man einfach versucht, an die Öffentlichkeit heranzutreten, sich selber auch ein bisschen vermarktet.